So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword HD, wo wir im letzten Part die dritte und letzte heilige Flamme errungen haben, nach einem nervigen zweiten Kampf gegen Girahim. Und da meine ich, er sagt zweiter Kampf. Nicht, er sagt zweiter Kampf, als wenn ich, er sagt, gegen ihn Game Over gegangen wäre, weil das war nicht der Fall. Und ja, wir haben auf jeden Fall die dritte heilige Flamme. Und nun, laut Fei, das Masterschwert jetzt hier mit dabei. Doch, ihr könnt es ja, sag jetzt ja auch schon mal sehen. Es hat zwar Ähnlichkeit mit dem Masterschwert, was man ja, sag, aus The Legend of Zelda so kennt. Aber es ist es noch nicht ganz. Denn zum einen, das wahre Masterschwert hat ja eigentlich das Triforce-Symbol auf der etwas eckigen Seite der Klinge, oberhalb des Schwerts. Wie hieß das jetzt noch? Schwertschaftes? Der Parierstange? Wie auch immer. Auf jeden Fall sind da sogar auch noch die Flügel des Masterschwerts auch noch nicht ausgebreitet. Hm? So sieht man es, ja. Die Flügel des Masterschwerts sind noch nicht ausgebreitet. Aber trotz allem, unsere nächste Mission soll es jetzt sein, zum Siegelhain zurückzukehren. Wobei ich jetzt natürlich eher als nächste Mission es eher darauf anlegen würde, noch 16 Rubine irgendwie zu kriegen. Und wieso die Zahl von 16 Rubinen? Tja, ist ja ganz klar. Weil mit 1200 Rubinen können wir uns jetzt, wie gesagt, die letzte Zusatztasche bei Terrys Laden besorgen. Und das würde ich, sagt, zu gerne jetzt machen. Aber hey, reisen wir jetzt erstmal zurück ins Wolkenmeer. Wir haben die dritte heilige Flamme. Wir haben, sagt, das im Halbschlaf seiende Masterschwert. Uns fehlt allerdings immer noch ein weiteres Lied. Dann, sagt, noch das Rubin-Symbol auf der rechten Seite. Ich denke mal, das soll ein Rubin-Symbol darstellen. Ist der Sack auch noch nicht besetzt? Wir haben also noch einiges zu tun. Aber vor allem würde ich jetzt, mal mich drauf und dran machen, dieses Symbol, also diese Zusatztasche, frei zu machen. Tja, jetzt bin ich, kurzzeitig am Überlegen. Sollen wir, kurz zum Wolkenhort zurückreisen? Ich denke mal, das kann nicht schaden, weil mit dem Mogma-Clown, die wir ja sowieso ja durch das alte Großheiligtum errungen haben, haben wir jetzt sowieso auch noch eine weitere Möglichkeit, hier ein bisschen besser voranzukommen. Im Wolkenhort. Denn beim Kürbisfeld gab es ja sowieso jetzt, auch nochmal eine Stelle, wo man buddeln kann. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir hier auch noch die letzten 16 Rubine beisammen. Um uns dann, noch die Zusatztasche zu besorgen. Kann ja alles passieren. Jetzt auf jeden Fall graben wir uns hier ein. Hallo. Das klappt nicht. Wieso klappt denn das jetzt nicht? Eigenartig. Das ist eigentlich so eine Stelle, wo man mit Mogma-Clown doch eigentlich, ja, durchbuddeln sich könnte. Aber es geschieht an der Stelle nichts. Eigenartig. Das finde ich jetzt wirklich eigenartig, dass sich da jetzt nichts tut. Okay.
aber auch jetzt wirklich ziemlich blöd, dass wir jetzt hier nichts weiter kriegen. Keine Rubine. Sorry. Okay, es sind noch 10 Rubine. Eigentlich müssten wir doch 10 Rubine hier beim Wolkenhort doch noch zusammenkriegen, oder? Eigenartig. Ich hätte jetzt wirklich denken können, wir kriegen jetzt hier noch 10 Rubine. Aber wer weiß, wir haben noch ein paar andere Gräser jetzt hier, glaube ich, abzugrasen. Verdammt nochmal. Wird wie es aussieht jetzt nichts. Und ich habe jetzt eigentlich auch nicht gerade... Ah, warte mal, hier sind noch Krüge. Verdammt nochmal, jetzt fehlen, er sagt, wirklich nur noch 5 Rubine. Das müssten wir doch jetzt einfach zusammenkriegen. Gut, 1201 Rubin. Gut, exzellent, exzellent, exzellent. Hallo? Gut, 1200 Rubine an der Zahl haben wir jetzt. Das ist keine Qual. Jetzt wird es Zeit, die letzte Zusatztasche zu kaufen. Keine Ahnung, was da zuletzt drin war, aber die letzte Zusatztasche. Mit dieser Zusatztasche können Sie ein Item mehr bei sich tragen. 1200 Rubine. Schnappen wir uns. Tja, jetzt können wir ein weiteres Item mit uns führen. Thank you. Diesen Kauf werden Sie nicht bereuen. Ein Rubin, ein Rubin. Mehr haben wir jetzt leider nicht mehr. Ja, also gut. Wir haben bloß noch einen Rubin. 4 ist das jetzt nicht mehr. Wir können, sag jetzt sowieso nichts mehr weiterkaufen. Aber wir haben jetzt, sag, unsere Abenteurertasche vollständig erstellt. Fertig erstellt. Es war jetzt nur ein bisschen blöd, dass wir jetzt also keinen Herztrank mehr kaufen konnten oder generell irgendwas anderes kaufen können. Aber es war, ich sag jetzt, eines meiner Ziele, diese verdammte Zusatztasche zu kaufen. Wir haben zwar jetzt bloß noch einen Rubin, aber die anderen Rubine kriegen wir sicherlich schnell mal wieder zusammen. Also auf! Auf zum Siegelhain! Tempel des Siegels, Hintereingang. Das gefällt mir nicht, dass jetzt hier auf einmal so viele blaue Bockblends sind. Aber so kriegen wir jetzt auch wieder mal ein paar Rubine.
Jetzt sag mal was ausprobieren. Hat jetzt nicht gerade so viel gebracht. Wir Mythensteine ziehen Schmetterlinge magisch an. Ertönt dort, wo Schmetterlinge fliegen, eine wundervolle Melodie. Dann boing. Ja, dann boing. Okay, das hat nicht gerade sehr gut geklappt. Das könnte vielleicht erst jetzt auch nicht mehr geklappt haben, weil wir die Schmetterlinge eingefangen haben. Okay, lassen wir das. Lassen wir das. Wir haben jetzt sowieso was anderes vor. Warte mal, du bist immer noch hier? Da fällt mein, ich habe jetzt kürzlich ein paar Himmelsfalter hier flattern sehen. Warte mal, genau das. Heiliger Kiesel, habe ich mich erschreckt. Was für eine Entdeckung, das ist der Fund des Jahrhunderts. Die Siegel. Ja, Wand der Göttin, okay. Tja, sehr viel gebracht hat mir das jetzt also auch nichts. Nur das Übliche. Tja, sehr viele Rubine habe ich jetzt leider nicht gekriegt. Aber wir haben 19 Rubine schon wieder eingesammelt. Und 1200 Rubine in diesem Part ausgegeben. Ach, Bardo ist immer noch hier. Das Schwert! Es trägt die drei Flammen in sich. Gut gemacht, Link. Das Schwert fließt nahezu über vor Kraft. Diese Kraft, die Force. Die heilige Kraft, die alten Götter dieser Welt hinterlassen haben. Die Kraft wird in der Hymne der Göttin besungen. Und nun erfüllt sie dich und dein Schwert. Nun denn, Link, öffne das Zeitportal. Diese Kraft, dein Schwert wurde durch die Force gestärkt. Triff nun auf das Zeitportal mit dem Himmelsstrahl und es wird sich sicher öffnen lassen. Nein, das glaube ich nicht. Stell dich auf die Plattform und lasse die Kraft des Schwerts in das Zeitportal fließen. Ich bezweifle, dass es jetzt klappen wird. Wir wissen ja immerhin, wie das Masterschwert eigentlich wirklich aussieht und... Können wir hier wenigstens graben? Nein, auch nicht. Nun denn... Machen wir der Dame, sagt diesen Gefallen... Oh! Bei der Göttin, das Siegel wurde erneut gebrochen! Das war nun wirklich keine Qualitätsarbeit von dir! Er ist wieder erwacht! Vielleicht eine Reaktion auf die heilige Kraft, die von deinem Schwert ausging! Aber wir müssen das Schwert einsetzen, um das Zeitportal zu öffnen! Wir haben keine andere Wahl!
Link, du musst diese Bestie ein weiteres Mal bannen. Haha, endlich! Endlich kann ich es ausprobieren. Dagegen kann dieses Vieh nicht anstinken. Ha! Quatscht ihr ruhig noch ein bisschen. Ich gehe schon mal vor. Ich speichere mal wieder. Okay, dürfte ja kein Problem werden, den Verbannten ein zweites Mal zu besiegen. Hey, Link! Sieh das an, das ist meine mächtige Geheimwaffe. Mein mächtiges Katapult. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Ich muss gestehen, ich habe mich dafür auch mächtig ins Zeug gelegt. Schau gut hin. Die ganzen Schienen rund um diese Grube habe ich ganz alleine gelegt. Klasse, was? Ich bin selbst ganz begeistert von mir. Wusste gar nicht so viel, dass ich so vielseitig begabt bin. Jetzt gilt es nur noch, das Katapult in Stellung zu bringen und den Kerl eine ordentliche Ladung zu verpassen. Mit so ein paar Bomben sollten wir selbst einen Koloss wie ihn für kurze Zeit außer Gefecht setzen können. Aber ein wenig zu früh kommt er mir schon. Ich muss hier noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, um das Katapult bewegen zu können. Ich melde mich, wenn ich soweit bin. Bis dann bist du ganz auf dich allein gestellt. Ach ja, die Technik. Mal funktioniert sie, mal wiederum nicht. Und was war das da jetzt? Ach, das war nur eine Fackel. Gut. Dann Ring frei für die nächste Runde. Verbannter. Der Verbannte. Jetzt mit Armen. Und Bein. Hallo, weg da! Link, bewe... Was ist das? Diesmal sind ihm Hände gewachsen. Die perfekte Gelegenheit, dir meine Erfindung zu demonstrieren. Ich bereite alles vor und gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Kämpf du so lange mit ihm oder so ähnlich. Ja. Okay, jetzt versucht er auch noch zu klettern. Hey, Link, mein Katapult ist bereit. Wenn dieses Vieh die Wände hochklettern will, können wir ihm damit eine Ladung verpassen. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann ruf mich einfach durch Drücken von X. Ja. Okay. So, jetzt bin ich dran. Bewege das Katapult mit Hilfe von L und visiere den Feind an. Durch das Drücken von ZR schießt du auf die Bomben ab. Greif ihn an, wenn er dann benommen ist. Wenn du dir mit der Bedienung des Katapults nicht sicher bist, drücke einfach Hilfe, um nachzudrehen. Na, wie gefällt dir da mein kleines Spielzeug? Da machst du Augen, was? Das hättest du mir nicht zugetraut, oder? Ich lege schon mal das nächste Geschoss ein. Sag mir Bescheid, wenn es losgehen soll. Komm schon! Hey.
Oh, das ist doch bescheuert! Wieso musste er an so einer blöden Stelle erst runter? Hallo, Link! Komm schon! Das hätte doch fast geklappt. Wo bin ich? Da. Okay, das war Runde Nummer 3. War's das? Komm schon, explodiere! In deine seelischen Einzelteile! Tja, geht doch. Hoffentlich hält das Siegel jetzt... Los, Link! Link in den Himmel, schaff den Siegelstein! Schnell! Wo ist denn da jetzt?
Gut, jetzt versiegele dich mal. Tja, geht doch. Gut gemacht, Link, aber ohne mich hättest du es sicher nicht geschafft. Und jetzt lass uns endlich dieses Zeitportal öffnen. Ich gehe schon mal vor. Ich muss zugeben, Bardo war jetzt gesagt wirklich meine Hilfe gewesen. Muss man einfach so sagen. Sein Katapult war nützlich. Muss man einfach sagen, ein nützliches Katapult. Aber trotzdem glaube ich jetzt nicht so recht daran, dass wir jetzt gleich in der Lage sein werden, das Zeitportal zu öffnen. Und wieso kriege ich jetzt ausgerechnet hier keine Lebenspunkte zurück? Hier gibt es hier überhaupt nichts. Na gut, wenigstens durch den Ausbau des Schienennetzes hier kommen wir jetzt, um einiges leichter, zum Speicherpunkt hier ran. Das ist ja wenigstens auch schon mal was Gutes. Dass wir jetzt allerdings nicht so einfach zu den Lebenspunkten zurückkommen. Das ist jetzt wiederum ein bisschen blöd. Aber es gibt ja zum Glück noch ein paar Alternativen als Lebenspunkte aus dem Gras. Na egal, ein Lebenspunkt hin oder her, können wir gleich hier sowieso alles regenerieren.